Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle dich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt: Verlass diesen Mann, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Lasst uns doch in die Schweine hineinfahren. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf reichten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß dort ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute, Jesus ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, die Leute baten Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Es war eine unheimliche. Es war nämlich ihr Geschäft sozusagen. Eigentlich war es bei Juden verboten, diese unreinen Tiere, die Schweine, zu halten. Aber weil es halt mit den römischen Legionen Geschäftsverbindungen gab, haben sie halt die Schweine gezüchtet und dann die Legion verkauft. Jesus hat mit einem Schlag ihre Verdienstmöglichkeit sozusagen den Bach runtergehen lassen. Also, sie haben sich ins Meer gestürzt. Das wollten sie nicht. Sie wollten nicht, dass ihr gewohntes, normales, gemütliches, einkunftsreiches Wohlstandsleben gestört wird. Und das ist, was sie mitbekommen haben.
Die Sau waren auf einmal weg und das Geschäft war weg. Und das war das große Problem. Da mir das, was mit den Arischen ist, der soll wieder in Frieden sein, da haben wir nichts dagegen. Aber wenn Jesus länger in unserer Nähe ist, wer weiß, was ihm dann noch alles einfällt. Welch großer Frevel in diesem Gedanken. Und ich habe den Eindruck, heute wäre es nicht anders. Oder ist es nicht anders? Die Menschen denken nicht anders. In Wirklichkeit sollten sie nicht schockiert darüber sein, dass die Schweine sich den Abhang runterstürzen, sondern welche dämonische Kraft gegenwärtig ist in ihrer Zeit. So ist es ja auch bei uns. Wie viele dämonische Kräfte und Mächte wirken in unserer Heimat, in unserem Land, in den Vorgängen. Man braucht ja nur die Zeitung aufschlagen. Man sieht es ja förmlich. Unsere Heimat ist besetzt von Dämonen, die wirksam sind, seit Jahrzehnten. Aber jeder schaut nur auf seinen eigenen privaten Kreis, der soll in Ordnung sein. Und Jesus ist aber gekommen, um wirklich Ordnung zu machen, um Heil zu bringen und die Mächte des Feindes zu vertreiben, unschädlich zu machen. Um sichtbar zu machen, was eigentlich los ist. Wir Christen wollen nicht diesen geistlichen Kampf. Wir wollen unsere Ruhe haben, unseren genüglichen Gottesdienst, wo wir sie wohlfühlen, wo man wieder auftankt für den eigenen Betrieb sozusagen. Aber das andere geht nichts an. Jesus ist gekommen, dem ganzen Volk sein Heil zu bringen. Wie können wir ganz bewusst in diesen geistlichen Kampf eintreten? Jesus hat es uns gezeigt. Zuerst einmal hat er gesagt zu den Befreiten, geh zu deiner eigenen Familie. Fang ganz im innersten Kreis an und speichere in dir dieses Ereignis, dass es dir wirklich bewusst wird, dass deine Seele davon durchdrungen wird. Das macht der Schamme nicht. Er geht hinaus und tut überall die Sensation verbreiten, dass alle staunen. Es ist nicht das Ziel von Jesus, dass alle staunen, sondern dass sie sich bekehren, dass sie wirklich Jesus als ihren Herrn annehmen und ihm dienen. Jesus ist unser Gott und ihn beten wir an und ihn dienen wir und er ist der Höchste für unser ganzes Leben. Aber dazu muss die Seele von der Wahrheit Jesu Christi durchdrungen werden. Deshalb geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl es ihnen. Und so ist es auch für uns in der Innigkeit des Gebetes, dass wir wirklich betende Menschen sind, um durchdrungen zu werden. Vom Gebet, vom Geist des Gebetes, von der Kraft des Gebetes, damit das Gott uns durch unser Gebet erleuchtet, dass wir durchdrungen sind vom Wort Gottes in der Heiligen Schrift, dass wir in die Heilige Messe gehen,
wirklich stellvertretenden Glaubens für unsere Heimat. Darum erwarten, wenn wirklich mehr Menschen in die Messe gehen, dann gibt es fast keine Moslems mehr in unserer Heimat. Je mehr der christliche Glaube zurückgeht, umso mehr haben diese geistigen Kräfte ihren Spielraum. Und wenn ich über den Islam rede, dann spreche ich nicht über einzelne Menschen. Jede Person aufgrund seiner menschlichen Natur verdient Respekt. Aber die Lehre und die geistige Kraft ist dämonisch. Zerstört den Menschen und verdrängt das Reich Jesu Christi. Eindeutig, überall. Es ist nicht der friedliche Nachbar. Dieser Dämon des Islams ist eine tickende Zeitbombe, wenn man ihn nur groß werden lässt. Man sieht die Fotos aus dem Iran in den 60er Jahren. Die Leute waren genauso wie wir. Dann sieht man die Fotos aus den 80er Jahren. Das ist sehr schnell gegangen. In den 60er Jahren hat man noch darüber gelacht. Und in den 80er Jahren hat die Frau die Burka getragen. Und wieso sollte es bei uns nicht so sein? Wir haben ein religiöses Wappen. Kaum jemand interessiert sich für den Glauben. Nicht erst jetzt. Schon Jahrzehnte lang. Und in dieses Vakuum kommt jetzt eine andere Kraft. Dieses Gleichnis soll uns zeigen, dass die Welt keine heilige Welt ist. Aber Jesus kommt zu ihr. Und er hat wirklich diese Vollmacht. Und wir sind sein Leib, durch den er wirken möchte. Wir sind getauft und gefirmt, damit wir uns in seinen Dienst stellen.